So, und jetzt von Anfang an. Wie heißt du? Ich heiße Carla. Sehr gut. Clara. Carla. Das habe ich schon verstanden. Clara. Nein, nein, Carla. Das ist schon klar. Clara. Aber wieso sagst du denn Clara? Ich heiße Carla. Ein kleines Küken, das die große Welt vor sich hat. Gerade erst geschlüpft, reist Carla schon von zu Hause aus. Klar, du bist Carla und ich bin Clara. Klar. In Küken Carlas Reise sammelt das junge Huhn zusammen mit Clara ihre ganz eigenen Erfahrungen. Bei dem Abenteuer handelt es sich um eine selbstgeschriebene, improvisierte Geschichte. Wir haben uns inspirieren lassen von ein paar Bilderbüchern, aber so der Text ist eigentlich in den Proben entstanden. Also wir haben diese tollen Puppen von Laura Sandwald gebaut bekommen, eine Theaterplastikerin aus Dresden. Und dann, die Puppen sind so toll, dass man eigentlich, wenn man die in der Hand hat, erzählen sie die Geschichte. Also die Puppen haben eigentlich den ganzen Text geschrieben. Das nennt man Sternschnuppe. Als Carla Sehnsucht nach ihrer Familie bekommt, trifft sie auf Clara. Du bist ganz schön groß, aber ich glaube nicht, dass wir schon im Himmel sind, oder? Das war nicht so gemeint. Die beiden verbünden sich und gehen gemeinsam auf Entdeckungstour. Pass auf, am Ende eines Monats hat das Ei nicht mehr genug Kraft, um für die Küken zu leuchten. Da muss ein neues Ei her. Die Premiere des weihnachtlichen Puppenspiels Küken, Carlas Reise ist diesen Sonntag um 15 Uhr im Piccolo-Theater zu erleben. Ich setze dich hier ab, dann hast du eine gute Aussicht. Danke, Clara. Gerne. Und denk an mich, an Clara. Clara. Falk.